Im letzten Part bekamen wir im endlosen Inferno ordentlich die Leviten gelesen. Unsere Yokai sind einfach noch zu schwach. Das weckte Erinnerungen. Wollen wir jetzt Janos Rat endlich mal aufs Fressbrett geben? Wie sieht's aus? Den hatten wir in Part 26 schon mal. Hier in dieser Höhle, da muss man storybedingt schon mal hin. Aber mit Rang A kann man da eine Tür öffnen und die Lore am Anfang reparieren. Das haben wir alle schon gesehen. Wer sich fragt, wie kommt man zu Janos Rat? Part 26 ist die Antwort. Nur wir waren echt schwach. Wir hatten da noch Traki im Team zum Beispiel. Wir hatten wirklich nur kurze Zeit im Team, bevor wir ihn entwickelt haben. Aber ja, ich habe mir gedacht, wir kehren zurück, wenn wir stärker sind. Und ich hoffe, es reicht jetzt. Ich kann es schwer einschätzen. Ich habe auf jeden Fall nochmal Offscreen-Training betrieben. Und da wollen wir jetzt erstmal zusehen, ob wir den Kollegen hier platt kriegen. Ich weiß, der ändert ja immer sein Face. Der dreht sich ja um. Der hat jetzt so ein leicht verschmitztes, nennen wir es lächelndes Face. Aber auch ein ganz böses. Aber ich sehe schon, das haut rein. Ich sehe schon, das haut rein. Ich glaube, diesmal kriegt er uns nicht so einfach. Nee. Nochmal Offscreen-Training betrieben und was wir noch alles machen können. So, jetzt kommt der Böse. Ist die Frage, wäre es besser verwundbar oder ist es Wumpe? Zack, zack, zack. Charmante Einheit. Ja, ist auch besser, die beiden Klitschiger nebeneinander zu tun. Drachenfürst und Viptor. Habe ich jetzt gemacht. Ah, dem ist die Energie schon so gesunken. Wir kriegen den platt. Wir sind jetzt locker stark genug, habe ich das Gefühl. Ja, und es wird auch wieder EP geben, die wir brauchen für das endlose Inferno. Ihr könnt in die Kommis schreiben, ist es so ziemlich das Letzte, was man zu erledigen hat im Spiel? Das endlose Inferno, weil da geht es ja von den Leveln noch ordentlich hoch, das ist mir bekannt. Aber sonst... Dann machen wir vorher all the rest. Es gibt noch einiges. Auch hier in dieser Höhle gab es doch noch eine S-Rang-Tür, ne? Ich erinnere mich dran. Und auch die wollen wir heute vielleicht mal abchecken. So, wenn alle fertig sind, dann reinigen wir Kobi Yan Yan. Ich glaube, das ist egal, was für ein Gesicht er hat. Ist ja keine Schwachstelle oder kein Vorteil für ihn. Er ist halt manchmal aggro. Auch in der Yokai World gab es eine S-Rang-Tür. Auch die wollen wir uns erstmal reinziehen, nicht wahr? Und die ganzen neuen Quests, wir müssen mal an den Buschbazar und sowas uns ein bisschen umgucken. Auch die Nebenquests haben wir natürlich. Da habe ich im letzten Part ja mit euch verzweifelt versucht, Albernd zu fangen und hab's nicht geschafft. Dann offscreen habe ich mir gedacht, okay, ich versuche jetzt mal Albernd an Land zu holen. Natürlich, first try, ne? First try. Aber für eine andere Nebenmission habe ich noch Simpel gebraucht. Und Simpel zu bekommen war gar nicht mal so simpel. Ah, Kobi Yan Yan ist der Einzige, den wir nicht mit Tante Herzi in dieser Konstellation heilen können. Also ich habe die Position ein bisschen verschoben, ihr seht das. Damit hier charmante Einheiten sind. Der wird jetzt sein Ulti-Seel ausführen, aber ich finde, es sieht gut aus. Also wir kommen zurecht. Ist auszuhalten. Bisschen Geduld ist dennoch erforderlich, aber geht klar, oder? Geht klar. Lass Noma-Kappa noch ein bisschen mit angreifen. Ja, und Viptor ist ja ganz schnell mit seinen Ulti-Seelangriffen. Den haben wir bald. Part 26. Jetzt haben wir Part 40, Mann! Ja, Noma-Kappa ist beseelt. Also ich finde es beeindruckend, wie viel noch zu erledigen ist. Wie gesagt, 100% werden ja alle Nebenquests und alle Yokai fangen, also das geht zu weit. Aber davon abgesehen haben wir wirklich doch noch einiges zu tun. So, es hat den Anschein, als ob jetzt die Seelenresonanz ein bisschen nicht so hoch ist, außer Tante Herzi, die ja mit ihrem Ulti-Seelen nur heilt. Kann keiner wirklich angreifen. Ich speede an der Stelle mal. Ah, Noma Kappa. Der muss mal geheilt werden, danke. Natürliche Viptor wieder als nächstes. So. Turbo weg. Oh, er greift an. Wir sollten alles standhalten. Also übel ist er wirklich trotzdem nicht, ne? Er ist nicht übel. Jetzt machst du die erstmal. Ganz kurz. Ich weiß, die heilt ja sowieso mit der Zeit.
Aber lass sie einfach mal kurz ein bisschen. Die Kollegen regenerieren, die gerade so einen fetten Ultiseel aushalten mussten. Dann kann er nämlich auch problemlos angreifen, der Viptor. Ich mag unser Team, ich mag unser Team. Aber ich weiß nicht, ob bei Janusrat ist die Möglichkeit gegeben, dass der sich uns anschließt. Man weiß ja nie. Und davon abgesehen, was für ein Level er hat, könnte man sich fast schon Gedanken machen, den ins Team zu nehmen, oder was? Wir machen das jetzt mal ganz kurz so. Das ist nämlich eine glitchige Einheit. So, und Speedo! Ach, warte. Tante Herzi. Auch sie will gereinigt werden. Keiner mag es schmutzig. Obwohl, das, da könnte ich mich jetzt auch... Ja, gib ihm ganz kurz den Grobianjan. Bisschen Heilung. Ja, wenn ich hätte versucht, den Janusrat hier mal ein Item hinzuschmeißen, dass er sich uns eher anschließt, hätte ich das wohl eher vor dem Kampf machen sollen. Ich weiß nicht, ob das den heilen würde. Ich probiere es mal, weil es eigentlich ja sinnfrei wäre. Mögen dich. Heilt sehr wenige LP, aber die mögen dich. Jetzt können wir nicht mehr den Gegner geben. Ist ausgeblendet. Seht ihr das auf dem unteren Bildschirm unten? Das Y? Man kann nicht mehr. Generell nicht, oder? Vielleicht schließt er sich ja einem immer an. Oh, mach Grobianjan weg. Grobianjan kann ja nicht direkt von Tante Herzi geheilt werden. Deswegen will ich den da... nicht in den Ulti sehen von dem... gönnen. Also ich muss sagen, mit unserem aktuellen Level, wir sind so knapp über 50... mit jedem Yokai. Und da geht's relativ problemlos. Man braucht halt ein bisschen Geduld, aber es geht. Ich muss zugeben, wie habe ich denn gelevelt? Es gibt ja bei der Yokai-Kamera auch noch mehr Aufgaben. Da haben wir ja den Drachenorb bekommen. Aber es gibt auch für 3 oder für 5 heilige Kugeln. Wenn man mit der Yokai-Kamera am entsprechenden Tag natürlich, ich habe schon mal erklärt, einen seltenen und einen legendären Yokai knipst. Und wie gesagt, da gibt es im Internet so Beispielbilder, irgendwelche Japaner. Bei dem seltenen Yokai fand ich das ganz witzig. Also man muss die Systemuhr seines 3DS immer vorstellen. Ist natürlich nicht so im Sinne des Erfinders, aber ist eine Möglichkeit. Dann motzt doch immer ein Oni rum. Oder dieser Gagaros. Aber trotzdem, das geht und ist eine legitime Möglichkeit. Und für jede heilige Kugel gibt es 20.000 Erfahrungspunkte. Aber halt nur für einen Yokai, ne? Wenn der uns jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 8000 EP geben würde, dann ist ja 8000 für jeden. Also das Leveln soll schon funktionieren, wenn man im endlosen Inferno erstmal drin ist. Ah, jetzt muss Grobianjan. Aber Kollege Janusrat, der hält nicht mehr so lange durch. Nicht, dass er sagen darf. Noch hält er durch. Aber nicht mehr allzu lange. Ich glaube nicht, dass... dass es dieser Ultiseel ist, aber eher der nächste. Obwohl. Das hier könnte schon der finale Schlag sein. Achterschlange zum Erfolg. Eieiei, ganz knapp nicht. Ich glaube, da wird es ein normaler Schlag machen. Ja, hab gar nicht gesehen von wem. Hab gerade das Rad gedreht. Tja, Janus Rad. Spiel mal lieber Glücksrad. Okay, cool. Wird uns jetzt nicht viel bringen, aber das wollte ich unbedingt erledigt haben, weil Janusrat gehört dazu. Wie viel EP? Ja, 4400 für jeden. Ne? Schön. Ring des Feuers. Passiert hier noch irgendetwas? Puh, sind alle in Ordnung? Whisper hat ein Talent dafür, mich in verzwickte Situationen zu bringen. Autsch, autsch. Hm? Was ist das? Ziemlich schicke Perücke. Ist ihm das peinlich? Oh, das ist ja ziemlich elegant, was? Kannst du sie mir zurückgeben? Was zum Teufel? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Erzähle das bitte nicht meinen Mitarbeitern. Dass er eine Perücke trägt. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die perfekte Aussage dafür.
Ist das ein Geheimnis, von dem die Yokai gesprochen haben? Es wirkte fast so, als ob es jeder wüsste. Was für nette Mitarbeiter. Sie wollten das Geheimnis ihres Chefs bewahren. Oh Mann, die haben Probleme, die haben Probleme. Aber er hat sich uns leider nicht angeschlossen. Hier gibt's ein Item dafür, pass mal auf. Himmlische Schärpe. Das wird schon die Belohnung sein, dass wir den in die Pfanne gehauen haben. Himmlische Schärpe. Hier irgendwo müsste Ausrüstungsgegenstand. Sieht zumindest so aus. Stellt Let's Plays allmählich her. Eine Fee gab sie einst einem Menschen, der ihr Leben rettete. Das ist doch geil. Na, jetzt frage ich mich natürlich. Grobianjan hat natürlich... Geist. Ja, aber die Glocke ist nur für Katzen-Yokai, oder? Sonst hätte ich die Tante Herzi gegeben. Müssen da sowieso mal ein bisschen... Wasserstärke, das lassen wir natürlich. Komene. Ja, Fakt ist, wir sollten es dem geben, der nicht von Tante Herzi geheilt werden kann. Einfache Armreif haben die hier. Gibt's Viptor. Wir müssen es trotzdem gut anordnen gleich. Beim Aukai machen wir das dann. Aber nicht vergessen, hier gibt es noch eine S-Rang-Tür. Boah, am Ende ist da noch ein Boss. Ich muss hier mit allem rechnen. Hier ist übrigens auch ein Portalix. Weiß nicht. Ich war ja auch zwischen dem letzten Part auf dem Weg hierhin. Hab mir dann gedacht, hä, da ist ja ein Portalix. Dass ich den damals nicht aktiviert hatte. So, wir speichern zweimal. Doppelt hält besser. So, jetzt pass mal auf, ich muss die sortieren. Ich will die Klitschiger nebeneinander haben. Das kann ich ja trotzdem, mit dem ich einfach Grobianjan. Und den ach so. Ich wollte Grobianjan aber neben den Charmanter haben. Das ist eigentlich nicht machbar. Aber die beiden sind ja sowieso Charmanter. Es zählen ja immer nur zwei, es müssen ja keine drei sein, oder? Moment. Komene, Grobianjan. Glitschiger. Nein. Drei nebeneinander, dann funkt. Obwohl. Hä? Ich hab voll den Denkfehler drin. Warte. Er muss jetzt. Bin ich ein Held oder was? Jetzt sind die Glitschiger doch nebeneinander. Grobianjan. Aber er soll geheilt werden. Was ist denn, wenn ich die tausche? Ist nicht machbar. Ist nicht machbar, aber egal. Zwei Glitschiger nebeneinander. Und so lassen wir das. Okay. Gut. Dann gucken wir uns weiter um. Vielleicht sind da hinter der S-Tür einfach nur irgendwelche tollen Items, Gegenstände. Wäre doch wünschenswert. Ich muss gerade überlegen, wie man da überhaupt noch mal hinkommt. Waren hier schon öfter. Oh Mann, ich kann noch ein bisschen erzählen. Ich habe ja gesagt, Simpel habe ich gefangen, weil für den irgendeine Nebenquest haben wir den gebraucht. Den guten Simpel. Und den gibt es auch in Lenzhausen unter Autos, unter den Getränkeautomaten. Rang E ist es jedes Mal. Und der hat sich mir so permanent nicht angeschlossen. Wie gesagt, offscreen, der Albernd, diesmal sofort, ja. Aber der Simpel, nein. Weiß nicht warum, hat einfach nur Pech. Ich habe dem die unterschiedlichsten Nahrungsmittel vor die Füße geworfen. Oh Mann. Ich komme hier durcheinander. Unterschiedliche Nahrungsmittel. Manches hat ihm geschmeckt, manches nicht. Aber er hat sich mir trotzdem nicht angeschlossen. Irgendwann waren alle Simpel weg. Ne? Da musste ich einfach mal irgendeinen anderen Ort besuchen, wieder zurück, damit wir ein paar respawnen. Unter den ganzen Autos und Getränkeautomaten sind neben Simpel halt auch Dösuma gewesen. Und irgendwann waren da wirklich nur noch Dösuma. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch zählt dahin, wo ich hin soll. Ja. Also bei den anderen Orten waren wir nur. Diese S-Rang-Tür haben wir noch nicht geöffnet. Das machen wir jetzt. Ich bin gespannt, was es dahinter gibt. Übrigens, was ich mir auch noch unbedingt anschauen möchte. Ach, vielleicht kommen wir so zu den Items, die wir schon seit 100 Jahren sehen. Aber nicht hinkommen können. Nee, wir sind hier oben. Was? Okay.
Gerade gedacht, vielleicht kommen wir raus, aber was gibt's? Ach, wir kommen wieder rein. Was ist das? Sieht krass aus! Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt! Was? Ist das? Ah! Schreien hinter dem Wasserfall. Muss ich da irgendwas machen? Irgendein Item? Rede mit mir! Whisper, erzähl mir mehr darüber! Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ich kann mir nicht vorstellen, was braucht denn... Irgendwelche... Aber wenn wir das Item hätten... Dann würde es doch funktionieren, einfach so, oder etwa nicht. Ich weiß es nicht. Oh Mann! Ich habe was gefunden, weiß aber nicht, was es ist. So, ich könnte jetzt irgendwann später nochmal hierhin zurückkehren. Aber ich mache mich jetzt einfach schlau. Ich will das jetzt wissen, ich bin viel zu neugierig. Ich mache mich schlau. Aha, also das ist so, hier braucht man ein Item, das wir in der Yokai World bekommen, wenn wir weiße... Ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen. Diese ähnlich wie Knuffi-Wuffi oder sind es Knuffi-Wuffi? Jedenfalls, wenn wir die besiegen, gibt es eine Forever-Flower. Also ich habe jetzt nur Informationen auf Englisch gefunden. Und hinter dieser Tür kann man dann noch einen Yokai herausfordern. Weiß nicht, ob das auf irgendeine andere Weise noch relevant ist oder wird. Ach, ich kann gar nicht hier runter. Na, sieh mir eine an. Da ist ein richtiger Graben. Irgendwo? Nein? Interessant, ich bin also irgendwo... Wo wir dann später hin müssen, habe ich wieder irgendwas im Kopf jetzt, was wir mal erledigen sollten. Na gut. Ich gehe am besten... Jetzt muss ich noch zurückfinden, ja? Wollen wir mal in die Yokai World? Ja, vielleicht finde ich sogar einen dieser Typen. Da könnten wir das vielleicht sogar erstmal erledigen. Ich dachte aber an die S-Rang-Tür in der Yokai World, wo ich auch keinen Schimmer habe, wo die mich hinführt. Ob dahinter nur irgendwelche Items liegen... Oder wieder ein Boss. Oder... Ja, ich weiß es auch nicht. Oder ein neues Gebiet. Irgendwas hat es ja auch mit Kyubi auf sich. Ob der was mit dem endlosen Inferno am Hut hat. Oder. Müsst ihr mir gar nicht mal in die Kommis schreiben. Ich freue mich, das herauszufinden. Ich weiß nie so recht, was mich erwartet. Und eigentlich ist oftmals ein schönes Gefühl. Ist wirklich so. In die Yokai World. Wir haben jetzt zwar schon ein bisschen Zeit verbraten, aber ich will den Part noch nicht beenden, nur wegen diesem Janus-Rad-Kollegen. Haben wir denn Münzen eigentlich? Eine Münze habe ich. Wenn wir schon mal hier sind, dann schmeiße ich die einfach rein. Let's see. Und es gibt... Wozu sind die? Das ist jetzt eine Frage, die ihr mir beantworten könnt. Die ganzen Puppen. Mal sehen. Um zwischen Automaten und Aufzug zu wechseln, einfach hier diesen... Ja, diese Säule betätigen und die Sache hat sich. Dann auf in die Yokai World. Ist die Insomnina wieder da? Da ist sie. Nächster Halt, Yokai World. Danke, Insomnina. Ich brauche auch irgendwas fürs Thumbnail. Gar nicht so einfach, die Artworks für die Boss-Yokai zu finden, im Ernst. Hatte ich immer Probleme. Und bei dem Janus-Rad, es gibt ein offizielles Artwork, aber irgendwie nicht zu finden. Willkommen, Yokai World! Auch auf dem offiziellen Presseserver von Nintendo gibt es ja leider nur 100 noch was Yokai-Artworks von, ja, weiß nicht, 240, wie viel es gibt in Teil 1. So, ich kann ja nicht nur die Augen offen halten. Nach diesen... Sind das? Das sind die nicht. Uah! Diese Knuffi-Wuffi-Verschnitte. Oder sind es die Schnuckiputz? Ich habe keine Ahnung. Gehen instant down. Nee, der noch nicht. Das könnte sein, dass ich die besiegen muss, um diese Forever Flower zu bekommen. Werden wir doch mal sehen. Kann sein. Mit ein bisschen Glück, hm? Tempo-Talisman. Diesmal nicht, nein. Das ist auf jeden Fall keiner. Das ist ein Glitchiger. Wo war denn die S-Rang-Tür? War die hier? Habe ich das jetzt gerade verpeilt? Nee.
machst du irgendwas? Oder war die eher so gegen Anfang? Werden wir gleich herausfinden. Warte mal, wer bist du denn? Das ist eine Dörte. Die labert nur sich links erledigt. Ich besieg mal den. Ich will diese Forever Flower haben, oder wie sie halt auf Deutsch heißt. Ist auch jetzt keine Kunst, die zu besiegen. Vorspulen und die gehen schneller down, als sie gucken können. Als ihnen lieb ist. Kann man mal sehen, wie sich unsere Yokai inzwischen entwickelt haben. Ich meine, wir sind hier immerhin auf dem Pfad zu mehr Kraken. Und eigentlich war das schon gegen Ende der Story. Ihr habt nicht so richtig Bock, ne? Drachenfürst vielleicht so? Okay. Na komm, gib ein geiles Item. Fruchttrops, so richtig fies. Das klingt nicht nach einer Forever Flower. Ja, Grobianjan ist jetzt auch nicht der allerbeste, um so schnelle Kämpfe einfach mal zu gewinnen, weil Grobianjan ja oft nur den Gegner beseelt. Du bist nicht der, den ich will. Yokai Watch kommt ja inzwischen leider nicht mehr jeden Tag, sondern jeden zweiten. Dadurch können wir das Game noch genießen, aber dafür will ich auch noch ein bisschen was erreichen. Wenn die Partlänge okay wäre. Ja, dann gucken wir mal dahinter. Ich mache mich vielleicht mal offscreen auf die Suche nach dieser Blume. Jetzt gucke ich mal, wo das hinführt. Ist das alles? Ist es dein Ernst? Wir sind hier im Hungerpass? Ich habe gedacht, da wäre sonst was. Marmorisiertes Fleisch. Oh, das ist sehr gut. Das ist ja das beste Item, Heil-Item, oder? Mitunter. Ich habe mich ja gefragt, wie zum Teufel kommt man da hoch? Nahrungsaufnahme und Nahrungsausscheidung. Wieder und wieder. Das ist der Lauf des Lebens. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Jetzt will ich hier nicht runterfallen, die blöde Gabel. Hier haben wir aber einigen Stuff wenigstens. Reden wir mal mit denen. Wenn die weißen Yokai hinter dir her sind, tanze und bringe sie zum Lachen. Und hier drin, Nudel allerlei. Bestimmt nicht schlecht. Skelbell. Das ist mein Haus. Zumindest wünschte ich, es wäre so. Es gehört Fatih Blum. Bist du's? Nee, Reiskreis. Hohoho, willkommen, willkommen. Magst du Reis? Natürlich tust du das. Oder bist du so einer, der gegen den Strom schwimmt und Kuchen mag? Ist ja alles auf einer Torte gebaut. So, so. Ich glaube, wir müssen das in einem Kampf austragen. Wir entscheiden jetzt, was besser ist. Reis oder Kuchen? Mach dich bereit. Ja? Wir müssen gegen den kämpfen? Du willst mit mir kämpfen? Lass uns direkt anfangen. Dann machen wir es im nächsten Part. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin gespannt, was Reiskreis auf Lager hat, weil er sieht nicht stark aus, aber er kann uns überraschen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich sag, ist der Daumen oben, werde ich euch loben und bis dann und ciao.